Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies. Und es wird anscheinend langsam dunkel, während wir hier noch den Windpark erkunden, um genügend Helium für unseren Gefrierschrank zu kriegen. Nehmen wir direkt mal mit. Und mal gucken, was die Hütte hier noch zu bieten hat. Hier ist noch ein weiterer Weg rein. Leiterplatinen nehme ich gerne. Die zu craften ist nämlich immer sehr aufwendig. Da sehe ich nichts zum Einsammeln. Aber Flicken nehme ich ganz gerne. Momentan hat uns der Sturm ein bisschen auf den Kieker, habe ich das Gefühl. Oh, sehr viele Flicken. Sehr schön. Hier ist nichts. Augen zu und durch. Berühmte letzte Worte? Oder so? Das ist doch nicht euer Ernst. Wer denkt sich sowas aus? Kann ich hier überhaupt springen? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich kann springen. Die ganzen Bilderrahmen müssen doch auch irgendwann für irgendwas gut sein, außer zu Deko. Oh, so viele Leiterplatinen. Nee. Nee, da gehe ich nicht raus. Gut, dann müssen wir das jetzt hier noch extrahieren und dürften dann mit dem Ort auch soweit durch sein. Jedenfalls nichts weiter. Irgendwie ist kein Ausgang besonders verlockend. So, da waren wir, dort waren wir. Da unten die beiden Hütten haben wir auch. Die Hütte hier haben wir auch. Ja, haben wir. Ganz kurz überlegen. Oha. Dann setzen wir doch gleich mal unsere Flicken ein. Noch jemand hier? Nee. Okay. Da drüben sind wir hergekommen, glaube ich. Ich habe echt keine Orientierung. Was mache ich denn hier? Müssen wir überhaupt noch zu einer Windkraftanlage? Wir haben doch jetzt Helium, fällt mir gerade ein. Uno momento. Ich prüfe das. Ja doch, wir müssen ja einmal Helium für die Forschung ausgeben. Das können wir schon mal laden. So, dann brauchen wir noch Polymer und elektrische Elemente. Elektrische Elemente. Polymer haben wir auch bald nicht mehr so viel. Langsam geht mir auch der Platz aus. Ich nehme mal das hier raus. So. Jetzt haben natürlich die elektrischen Elemente da wieder keinen Platz. Ach, ich fürchte, ich komme nicht drum rum. Ich muss irgendwann nochmal so eine Truhe craften. Eine, die richtig viel Platz einnimmt. Das hier ist extrem irritierend. Ich hoffe, das wird irgendwann noch gefixt. Sehr gut, Gefrierschrank. Dann zeig mal her. Gefrierschrank, wo bist du? Da ist er. Ach nee, Helium. Genau. Habe ich nicht genügend oder habe ich das gerade eingelagert?
Ja, haben wir auf jeden Fall noch ein Helium. Aber ich fürchte, es reicht nicht. Wir müssen noch mal weg. Wir brauchen ja fünf. Ich habe nur vier. Ist das jetzt ein anderer Bilderrahmen? Ah ne, es ist derselbe. Was auch immer er zeigen mag. Das könnte ein Vogel sein. Hier so der Schnabel. Das Schwarze hier sind die Schwingen. Und das hier sind die Federn. Könnte auch irgendwas anderes sein. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Na gut, wir brauchen noch mehr Helium. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mal einen Windpark. Da drüben sind Ranken. Ja, da ist auch das Ausrufezeichen, aber es ist das falsche, oder? Oder ist es das richtige Ausrufezeichen? Da unten könnten wir. Ach, wobei Metalle haben wir ja eigentlich. Und ich weiß langsam nicht mehr, wo ich es einlagern soll. Ach, aber es sind Metalle. Entschuldigt, es geht gleich weiter. Ganz kurz Ressourcen extrahieren. Wow, es wackelt so. Das sehe ich gar nicht. Oder es ist auf der anderen Seite. Nee. Nee, hier ist nichts. Wäre eigentlich noch ganz cool, wenn man hier so eine Füllstandsanzeige sehen würde. Oder ist das dieser blau-weiße Balken da? Also ich würde halt gerne wissen, wie viel ich in dem Motor noch drinne habe. Standard Windpark. Okay. Aber er dürfte doch Helium haben, oder? A storm is coming. Nicht schon wieder. Ich gehe mal runter. Ich sag doch, der Sturm hat mich auf dem Kieker. Das sollte reichen. Jetzt kann er woanders einschlagen. Ich hoffe, dass er woanders einschlägt. Oh! Oh, das habe ich ja ganz übersehen. Ich muss ja was trinken. Das ist doch nicht wahr. Ich bin doch extra runtergegangen. Warum? Was mache ich denn falsch? Warum trifft er immer mich? Was will er denn nur von mir? Von hier aus kann ich nichts lasern. Wir müssen tatsächlich warten, bis der Sturm vorbei ist. Es tut mir leid. Aber der hat mich einfach auf dem Kieker. Ich mache hier mal zu. So. Dann kann er ja draußen wüten, solange er lustig ist. Solange er uns in Ruhe lässt. So ein bisschen zumindest. Moment, warum sind die Zahlen plötzlich rot?
Oder bedeutet das Wackeln gar nicht, dass er uns getroffen hat, sondern dass es halt einfach nur irgendwo eingeschlagen ist? Guck mal. Ich glaube, das Wackeln bedeutet gar nicht, dass er uns getroffen hat, sonst hätte sie ja auch was gesagt, oder? Sie hat diesmal nichts gesagt, es hat nur gewackelt. Nee, dann trifft er uns gar nicht. Okay, dann habe ich zu viel geschimpft. Entschuldigung. Kümmern wir uns in der Zeit ein bisschen um Essen und Trinken. Glaubt, der Sturm ist vorbei, oder? Es regnet nur noch. Wir probieren es mal. Halt, in die Richtung wollte ich. Moment, da war was zum Lasern, oder? Ja, sehe ich doch. Ha! Kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich sehe euch alle. So, irgendwie. Aber ich komme nicht ran. Ah, doch. Doch, das hat funktioniert. Da komme ich nicht ran, vermutlich nur von der anderen Seite. Sehr gut. Da komme ich nicht ran. Da sehe ich aber auch schon wieder Schränke. Da könnte Helium drin sein. Ich hoffe, die Fahrt lohnt sich. Helium ist echt selten geworden. Oder es ist von Anfang an schon selten gewesen. Sie sagt nichts, aber ich glaube, wir sind angedockt. Ich glaube, ich muss hier wirklich mal umdisponieren. Bin mit dieser Lagerführung noch nicht so ganz zufrieden. Wir nehmen mal eine Essensration mit. Dann haben wir auch dort Platz. Ein bisschen unheimlich gerade. So ruhig. Die Musik. Oh, ich sehe auch gerade, mein Charakter ist ja müde. Ich muss ihn bei Gelegenheit mal wieder schlafen legen. Oha, der Extraktor hat nicht mehr viel Energie. Was aber auch bedeutet, dass ich mal, was ich mir schon längst vorgenommen habe, das bessere Ladegerät herstellen muss.
Kommen wir irgendwie nicht raus? So dezent? Okay. Das ist ungünstig. Ich häng fest. Er kommt nicht hoch. Mein Charakter will nicht da hoch. Oder kann es nicht, weil ihn die Decke hier dran hindert, ordentlich zu springen. Na gut, dann seht ihr mal die Technik, die ich beim letzten Mal benutzt habe. Befreien. Ja, das habe ich beim letzten Mal gemacht, als es so rumgebackt ist. Dann nutze ich die Gelegenheit und lege den Charakter kurz schlafen. Erholung muss sein, bevor man arbeitet. Oh. Haben wir auch wieder Energie für den Tag. Essen hebe ich mal noch auf, das brauchen wir gerade noch nicht. So, wir waren da hinten aber soweit durch. Ging es da unten noch irgendwo lang? Ja, da ging es noch lang. Da hinten sehe ich Helium. Ja. Gefrierschrank, wir kommen dir immer näher. Und hier sehe ich auch Helium. Wäre cool, wenn man das noch craften könnte. Aber ich glaube, dann verliert es ordentlich an Wert, wenn das ginge. Schwerlastregal. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ja, das Poster lasse ich jetzt mal hier, weil das haben wir schon. Und das, den Bilderrahmen habe ich ja auch schon mitgenommen, obwohl wir ihn schon haben. Aber ich habe halt einfach nicht mehr den Platz. Weiß nicht, wo ich das alles noch hin tun soll. Zerschneiden kann ich das nicht. Schon wieder eine Wand, die ich nicht extrahieren kann. Das ist ja kurios. Das heißt aber auch, ich komme da hinten nicht rein. Das muss ein Bug sein. Die Frage ist dann, wie komme ich von dort weg? Dann vermute ich wieder über den Befreien-Befehl. Uah. Oder einfach hier lang. Nein. Nimm das andere. Ich möchte nicht gerade an der Leiter festhängen. Oh. Das ist aber auch immer eine kleine Kletterei, die sie hier von mir verlangen. Nervenaufreibend. Also ich glaube, Kupfermangel werden wir erstmal nicht haben. Es wäre nur schön, wenn wir auch keinen Heliummangel hätten. War ich jetzt überall? Ich glaube schon. Gut, dann haben wir diesen Ort auch. Kupfer. Den Rest haben wir hier nicht mehr. Wir brauchten Polymer, Helium. Was brauchten wir noch? Transformator. Wo hatte ich den denn jetzt hingepackt? Ah, da ist er. Gefrierschrank, Gefrierschrank.
möchte das Ladegerät. Da ist das Ladegerät. So, hier war nichts weiter. So. Würde fast sagen. Ach nee, hier waren die Teile drin. Falsches Fach. Da. Und Helium. Tja. Erstmal nicht. Ach ja, das Schwerlastregal. Wir können ja mal gucken. Das ist anscheinend nicht zum Erforschen. Printing completed. So, Gefrierschrank. Wo stellen wir dich denn hin? Gefrierschrank wollte ich. Danke. Hier würdest du ein bisschen im Weg stehen. Ich fürchte, wir müssen dich hier hinstellen. Oder hier hin? Direkt neben dem Bett? Das wäre ja ideal. Wenn ich da nicht die Lampe hätte. Oder hier in eine der Ecken. Small Freezer. Könnten wir glatt mal gucken, wie lange er etwas haltbar macht. Ist die Frage, ist das dann jetzt 2 Tage oder länger? Hier ist auch kein Schwerlastregal. Aber es sind noch ein paar Sachen, die wir gerne, also ich jedenfalls, erforschen möchte. Oh, hier hätten wir sogar alle Teile dafür. Ich muss nur einen der Insektenfänger nehmen. Der hier zum Beispiel. Den würde ich gerne einmal abwählen. So. Dann ein Transformator. Da. Dann Maschinenteile. Und was war das noch? Epoxid. Fehlt nur noch Epoxid. Wow, was war das gerade? Es fühlt sich falsch an. So, während er das craftet, kann ich ja die Sachen erstmal zurückräumen. Dann haben wir die auch mal verwendet. Wir sammeln da nicht nur, wir haben sie auch mal verwendet. Moment, die Maschinenteile waren hier nicht. Was trinken, damit sie nicht gleich wieder schimpft. Hier waren die Maschinenteile. Nur fürs Helium habe ich natürlich immer noch keinen Standort. Es läuft, es läuft, es läuft. Dann haben wir unsere ersten verbesserten Fänger. Da ist auch schon wieder ein Fragezeichen. Da könnten wir wieder einen Bauplan kriegen. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, ich sollte zurück zu dem Hauptgebäude und in den Abgrund springen. Ich habe es auch nicht vergessen. Ich habe es noch auf dem Schirm. Keine Sorge. Wir könnten eigentlich auch so eine Stadt... Nein, 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 ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Schöne Aussicht, wunderbare Aussicht, schöne Sonne. Perfektes Wetter zum Plündern. So, da werde ich dann gleich mal noch das Kupfer extrahieren. Aber erstmal den automatischen Fänger aufbauen. So, und der zieht dann automatisch ein, wenn er was gefangen hat. Das gucken wir uns dann mal in der nächsten Folge an. Ja, ich esse ja gleich was. Ich wollte nur kurz abmoderieren. Also, in der nächsten Folge gehen wir nochmal zu dem Windpark dort, sammeln nochmal Helium. Wir haben das jetzt gerade gut aufgebraucht. Und verbessern vielleicht so nach und nach, während wir hier ein bisschen auf Plünderkurs sind, unsere Ausrüstung. Es scheint ja immer noch ein paar Pläne zu geben, die wir entdecken können. Und auf dem Weg dahin mache ich natürlich auch ein bisschen Hauptquest. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.